So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Wir gehen weiter. Ja, auf dem Weg zum Heilen wegen der Vergiftung aus dem letzten Part. Ja, ein, zwei Pokémon haben jetzt ein Level dazu bekommen, aber da habt ihr auch nicht mehr verpasst. Wie gesagt, für die Leute im Stream, die verpassen so gut wie gar nichts. Und jetzt schicken wir erstmal dieses Raupi ins Jenseits. Mit dem guten Yasaon. Oder hier im Spiel eher mit der guten Yasuna, Yasin. Oh komm, mach pick pick. Ich habe gerade Hunger auf eine Raupe. Und ein Level up für unser Schwalbini. Ach so, ups, Raupi hätten wir fangen können, das hatten wir ja noch nicht. Ja, tun wir so, als wäre das nie gekommen. Hier können wir nochmal hin für Items. Ah, hier ist was in der Nähe. Dann müsste wahrscheinlich hier ein Item sein. Nein. Denn wohl... Der Käfersammler. Du wirst immer ein Trainer für der Käfer-Pokémon trainiert. Ja, leider. Los, Amphi, töte Wumpel. Bezüglich eines Kommentars bei mir im Stream. Lavita ist zwar nice, aber die erste Arena ist trotzdem Wasser. Sprich, der Start. Kein Starter hat einen Vorteil, denn die Arenaleiterin, das ist eine der wenigen Sachen, die ich noch weiß, hat einen Lapras. Das bedeutet, jeder Starter ist im Nachteil. So, unser Amt hier auch. Heile wieder um. Wie Borat. Das ist ein Job für unsere Ellie. Und ansonsten, ich stelle auch mal allgemein die Frage, auch nicht nur an den Stream, sondern allgemein, kann YouTube auch gerne Kommentare gemacht haben. Was haltet ihr aktuell von unserer Teamaufstellung? Es kommen definitiv noch sehr viele geile Pokémon. Also ich muss dazu sagen, ich sag mal, für 4 von 6 aktuell vorhandenen Pokémon wird es sehr schwer, Dauergast zu sein. Und oh, Ellie ist schon wieder vergiftet. So, Ellie kriegt echt den Dauervergiften-Status. Obwohl mein Team vorne. Und was dieser Hack hier vernünftig gemacht hat, ist, hier ist Zerschneider eine Pflanzenattacke. Und wir haben einen Mini-Pilz gefunden. Wir packen Mini-Pilz nach in die Tasche. So. Auch wenn Ellie vergiftet ist, die ist momentan unser Low-Level-Tier. Oh! Hallöchen, Topsy! Ja, du sagst Lavita Vorteil, ja, aber Lavita ist ziemlich langsam. Ellie fällt durch Gift um. Schicken wir mal unseren Jumper nach vorne. Er jumpt ins Feld und will campen.
Na komm schon. Und gib mir einen auf die 12. Sehr schön. Dann wollen wir mal das schöne Taubsi fangen, damit wir wieder eine, damit wir wieder halt einen mehr haben für unseren Pokédex. Ja, und ich würde mal dazu sagen, ich gebe jetzt wieder ab an die Zuschauer, denn die haben wieder die Chance. Wir haben wieder einen Zuschauer bei mir aus dem Stream, der gerne sozusagen das Täubchen sein möchte. Muss aber dazu sagen, wir haben aktuell zwei Flug-Pokémon, deswegen wird der gute Leon erstmal auf der Parkbank bleiben. Weil wie gesagt, alle die das bisher verfolgt haben, wir haben jetzt aktuell glaube ich 11 oder 12 Pokémon. Also wir haben schon einen Pool, der ist der Wahnsinn. So kommen wir echt nicht vorwärts. Taubora zerstört später. Ja. Kann man halten, wie man möchte. Aber momentan haben wir unser Team komplett. Die Sache ist, ob es überhaupt kommt. Also, ich habe auch immer gerne bei mir im Stream, ja, manche möchten gerne bestimmte Pokémon sein. Ich kenne das Spiel nicht auswendig. Ich weiß nicht, ob die Pokémon alle kommen oder nicht. Ich gebe euch keine Garantie für etwas, wo ich euch keine Garantie geben kann. Gut, bei Voltila wusste, da habe ich mit Absicht gelogen. Oh. Seid mir nicht böse, wenn ich jetzt nicht jedes Pokémon fange, aber ihr seht es ja selbst. Unsere lieben Freunde brauchen langsam mal Erfahrungspunkte. Aber was passiert? Ellie kassiert Volltreffer. Ja, wir können es auch wieder fangen. Meine Güte. Und eins und zwei und drei. Und danke. Wir kommen gerade echt nicht vorwärts. In diesem Sinne, wir machen das Ding wieder auf. Was für eine Community. So kreativ. Die wollten es Spiderschwein nennen. Ja, Leute, habt ihr vergessen, dass man bei Pokémon wenig Buchstaben auswählen kann? Deswegen wird es Spider-Pig. So. Haben wir jetzt endlich mal die Möglichkeit, Ruhe weiterzugehen, du oller Käfersammler. So, da kommen wir mit Zerschneider an das Item. Nee, es geht zum nächsten Käferdödel. Ich find's immer lustig. Manche Leute stellen mir Fragen in Chat. Für alle nochmal die Info. Ich kann nicht in Chat schreiben, weil dann der Ton vom Spiel weggeht. Und manche Leute sich dann in der YouTube, im YouTube-Part denken, von was labert der Typ? Ja, dann kann ich gleich vorweg sagen, dann wird's heute nichts, weil... Die nächsten Tage sind eigentlich alle komplett ausgebucht. Entweder Nintendo oder Steffen. Ansonsten, ja... Mittwoch, wer weiß, vielleicht kommt da noch meine Freundin. Ich habe echt keine Ahnung. Oh! Dass Ellie dauervergiftet ist, geht langsam auf den Senkel. Oh Mann ey. Werden das jetzt nur noch Haarherden ein?
Kennt ihr das auch? Der Gegner hat einfach immer Glück. Ihr seid immer paralysiert, vergiftet. Die arme Ellie. In diesem Sinne, wir dürfen wieder zum Center rennen. Oh, man könnte echt langsam denken, das Spiel meint, das soll ein 4000-Part-Projekt werden. Oh Mann, ey. Hilfe! Der Wald, den Wald werden wir wohl nie schaffen. Vor allem, was bringt uns Schwalbimini? Wow, Volltreffer so wenig. Kann bitte Adrenalin ansetzen? Nein. Jetzt ausgerechnet kommt keine Paralyse, wenn man es immer möchte. Stattdessen heult uns dieses gelbe Plüschvieh einfach mal tot. Zehn Stunden später, wir haben dieses Reutilamm immer noch nicht gekillt. Meine Güte, kann das hier mal langsam... Duell der Schlafmützen. Ich weiß, manche werden sich jetzt wieder ärgern, weil ich das liebe Voltilamm beleidigt habe, aber wenn man sich mal anguckt, was das hier gerade ein komplettes Not gegen Elend ist. So, nichts gegen Jason, aber ich vergleiche das jetzt mit dem Taubsi. Also, das war gerade so ein Ding, da hat Schwalbini gerade komplett enttäuscht. Mal schauen. Schwalbini hat jetzt auf Level 7 einen Angriff von 14. Wollen wir mal schauen. Taubsi, Bericht. Angriff 10. Ah, wisst ihr was? Wir nehmen es. Trotzdem, das heißt, hier mache ich kurz einen Cut, weil ich muss kurz die Grafiken austauschen. Dann wechseln wir mal. Ich habe ja gesagt, auf Schwalbini erstmal nö, danke. So wird zum Thema Adrenalin. Bezüglich einem aus dem Stream. Ja, hat man ja gesehen. Heil, 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 heil. Das Pokémon doch mal auf. So, alle heil, wer weiß wie lange. Ich gebe dem Team nicht mal 5 Sekunden. 21. Siehst du, ich habe gerade nicht mal 5 Sekunden.
Wow, das wilde Schwalbini will sich rächen, weil wir es rausgeschmissen haben. Jedenfalls seinen Bruder. Nee, seine Schwester. Ja, ist klar, wenn Ellie keine Vergiftung oder Paralyse bekommt, kriegt die Crit. Aber ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt, das Spiel ist nicht gerade die einfachste Klasse. Und dass Ellie auf Level 6 gefühlt schon so viel EP braucht wie ein Pokémon Level 16, ist schon sehr frustrierend. Weil wir dümpeln hier im Wald, kommen nicht vorwärts. Oh. Komm, Ellie, diesmal kill dieses Weberack! Natürlich nicht. Stattdessen werden wir einfach nur langsam. Ellie ist nun im Phlegmon-Modus. Wenigstens diese Spinne hat uns eigentlich mal einen Freifahrtschein mit der Punkte gegeben, aber wieder trotzdem, Ellie kommt ganz langsam aus der Puschen. So, mal kurz schauen. Hier haben sie nämlich wieder ein Item versteckt. Oh, was? Da? Nee. Ah, denn hier. Auch nicht? Warum die hier ein Item versteckt? Okay, denn da. Ein Sternenstück. Okay, da ist Trainer. Da ist auch ein Trainer. Okay. Ich glaube, da oben war eine Heilmöglichkeit. Deswegen gehen wir. Oh, Raupi, wollen wir dich wieder töten? Wollen wir mal diese kleine, unschuldige Raupe fangen und sie nicht zu Vogelfutter verarbeiten. So, und hier wieder die Sache. Wir werden wieder einen Zuschauer nach diesem, oder besser, wenn es nicht nach dem Zuschauer benannt werden möchte, halt, dass sie einen Namen aussuchen darf. In diesem Sinne, bis gleich. So, wir haben jetzt auch einen Namen gefunden für die kleine Raupe. Es wird nämlich die gute Sweedy. Ups. Doppelt daneben getippelt. So. Damit haben wir jetzt noch ein Pokémon mehr auf der Bank. Sie hat viel Vertrauen in ihr Können. Warum dümpelt sie dann in einem Wald am ADW herum? Oh, nicht sie, er. Oh, toll. Fritzelblitz. Und da kommt die Donnerwelle. War ja abzusehen. Oh, naja. Ich nehme es halt hin.
Wir werden es trotzdem kaputt beißen. Ah, Entschuldigung. Manchmal braucht man einfach eine Erfrischung bei den ganzen nervenden Gegnern, weil so oft wie die Pokémon geheilt werden, brauche ich auch mal eine Erfrischung. Schwester Joy gibt ja nichts durch den PC, also muss ich mir halt selbst versorgen. Die Trainer sind sowieso immer arme Schlucker. Und Ellie Level 7! Jawoll! Nicht schlecht, sagt ein alter Knecht. Was haben wir denn hier auf dem Schild? Haus der alten Lady. Oh, du Armer, siehst müde aus. Danke für das Heilen. So, vielen Dank, nette Dame. So. Dann gehen wir mal weiter. Moment. Hatte Leon überhaupt eine Flugattacke drauf? Nein. Leon glänzt mal wieder mit. Ja, so viel zum Thema Taubsi. So gut. Toll. Das hat niemand Schnabel. Flügelschlag etc. Das rennt einfach nur mit voller Kanne gegen Käfer. Ich entschuldige mich, dass ich gerade ein bisschen wortkarg bin. Ich bin noch ein bisschen in der Spur. Werden wir gleich auch noch ändern. Ja, es liegt einfach daran, der Wald wird auf Dauer so öde. Wir brauchen einfach, ja, wieder ein bisschen Abwechslung. Ja, direkt ein Level-Up von Leon, ist natürlich auch was. Hornlio. Ach komm, Ellie, du wirst das... Ah, nee. Amphi rein, du wirst zwar eh vergiftet, aber egal. Los, komm, kleines Amphi, werde verwirrt, vergiftet, gefoltert, keine Ahnung, bei unserem Glück kriegen wir alles ab. Was habe ich gesagt? Wir werden vergiftet. Also, ich habe wirklich das Gefühl, das Spiel hat uns heute Abend nicht gern. Naja. Ob das Amphi überhaupt mit Vergiftung und das Hornlio gekillt kriegt? Gute Frage. Sieht gerade ein bisschen sehr schlecht aus. Und auf dem letzten Meter killt das Amphi doch noch. Musst du mich vor meinen Pokémon blamieren? Ja, müssen wir. Solche Trainer wie du gehören blamiert. Amphi wurde besiegt. Naja. Bei unserem Glück. Immerhin kann dieses Raupi einen nicht vergiften. Nur ihre ganz großen Brüder können das. Oh Gott. Jumper, kannst du mal jaulen? Sonst jaule ich gleich. Hilfe, machen wir wenig Schaden. Es setzt Tackle ein, dann tackeln wir zurück.
und schicken Raupi in die brennende Käferhölle. Lady, könnten Sie mich mal heilen? Danke! Uiuiuiui, das kann ja noch was werden mit liebe Leutsch. Wie viele 10.000 Käfersammler kommen hier noch im Wald? Ich will es gar nicht wissen. Denn da ist die nächste Camperin. Picknicken ist wirklich toll! So, vor allem, wir nehmen es hier gerade um 22 Uhr auf, also. Sehr tolles Picknicken. Monera! Ich weiß noch von Schwarz 2 der Nasslock. Hytera bringt sehr viel EP. Ich hoffe seine Babyversion auch. Komm, mit zwei Tackeln haben wir schon die Hälfte runter. Gut, Vivian leidet zwar wieder ganz gut, aber Vonera bringt so gut Punkte. Oh ja, klar. Zum Abschluss darf es nochmal zuerst angreifen. Voll unfaires Prinzip mal wieder. Nur 60 EP. Ich bin der bessere Kämpfer. Toll. Jo, hab ich ja schon in Streams unter Beweis gestellt. Du willst nicht kämpfen. Wundersaat, ja oder? Ja. Finde sie mal für mich. Ich könnte welche gebrauchen. Und. Oh, jawohl. Wir haben es durch den Wald geschafft. Heißt aber nicht, dass wir schon in der Stadt sind. Sobald man sein eigenes Pokémon besitzt, gilt man als Pokémon-Trainer. Soll ich genauso sagen, sobald man seinen eigenen PC besitzt, gilt man als Zocker? Wingull! Ich seh's kommen. Wie oft müssen wir uns noch heilen gehen, bevor wir endlich mal eine Stadt erreichen? It used Papagnare. Und Jumper ist down. So, der gute Toxic möchte auch mal kämpfen. Oh Gott. Also, liebe Leute, ich verrate schon mal gleich eins. Ich werde jetzt nach diesem Part 1, 2, 3 Level meine Pokémon hochtrainieren, weil ihr seht es ja selbst, dieser Part ist zum Teil ein ganz schönes Trauerspiel. Wir kommen echt ein Trainer heilen gehen. Ein, zwei wilde Pokémon-Kämpfe heilen gehen. So kommt man nicht vorwärts. Ach komm, Toxic, bleib ruhig drinne. Vielleicht haut sich ja Fifien am Giftdorn auch noch zu Tode. Gib ihm. Und komm. Oh, warum kriegen wir nie den Bonus, was wir immer auf die Nuss kriegen? Ja, man muss sich beschweren. Geil. Beschwer dich einmal ganz laut, zigtausend Mal, dann funktioniert's auch. Nee, liebes Fifien, du schaffst es nicht. Es geht nämlich vorher down. Toxic wird Level 8. Und er lernt Energiefokus. Okay. Irgendwie, wenn er Attacken erlernt, gibt es einen Aussetzer mit dem Ton. Habe ich eigentlich nicht so in Erinnerung, aber egal. Wir nehmen es hin. So. Ja, Ellie braucht am meisten Punkte, wie gesagt. Will mich ja nur noch bis zum Stadtanfang quälen, wo ich den sehe und dann sage ich, ja, wir machen hier einen Cut, aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir holzen und quälen uns immer noch durch den Wald. Wald und Weg. Wiesen etc. Lassen wir erstmal die Wut und Frust an Raupi raus. Bye bye, Raupi.
So. Oh, die Giftvariante. Hurra! Will jemand ein Hornlio zum ersten, zum zweiten? Ich habe darauf eigentlich keine Lust, aber ich muss. Wetten, wir sind wieder vergiftet? Nein? Wow. Ausgerechnet Banane meinen nichts. Ja, liebe Leute, ihr habt gleich wieder die Chance. Nämlich jetzt, wer wird unser Hornlio? Ja, liebe Leute, wie haben die Zuschauer das Hornlio benannt? Ja, sehr kreativ. Dieses Hornlio heißt ab jetzt Raupi. Keine Ahnung warum. Ich habe das Gefühl, die haben einfach mal die Geschlechter gewechselt. Keine Ahnung. Wir haben jetzt ein Raupi-Hornlio. Nicht im Team, aber auf der Box. Sehr kreativ vom Team. Muss ich euch mal sagen. Einmal wieder auffallen, bitte. Danke. Und direkt wieder in den Kampf. Als ob wir von diesen Raupis nicht schon genug hätten. Manche wollen von dem Part die Kommentare sehen, ja. Kann mir erstmal noch was für das Thumbnail dieses Parts einfallen lassen. Da habe ich auch schon so ein bisschen eine Idee, was ich da machen könnte. So. Wieder ein weniger. Und wir werden mal langsam auch mal ein bisschen stärker. Hoffentlich, dass wir dann auch mal ein bisschen länger durchhalten als 10 Meter durch den Wald. Denn ich habe das Gefühl, der Part hier erreicht bald Überlänge. Kann ich mich nur schon mal im Voraus entschuldigen. Man kann es nicht immer so abtimen, weil ein bisschen was kenne ich ja von dem Spiel noch. Und ich will nicht überall, weil das kommt schon dumm. Mir ist schon der Fehler passiert mit Deoxys. Da sehe ich nicht schon wieder so eine Pleite hinbekommen. Oh Gott, ey, jetzt kommen noch gefühlt 10.000 Sandwürde. Mann, ey, diese Pokémon gehen gerade einem so auf den Senkel. Das glaubt ihr gar nicht. Komm, gib ihm einen Rasereitritt. Ach, zu schwach. Nehmen wir doch gleich den Biss. Komm, gib ihm einen Biss. Geht natürlich daneben. Ey, wir kommen echt keine 5 Meter weiter. Gut, ich würde sagen, wir nutzen hier die Magie des Schneidens. Wir sehen uns draußen, außerhalb des Waldes. So, das bedeutet natürlich auch, ich kann jetzt ganz normal reden. Das ist jetzt nicht partgebunden, weil ich kann jetzt auch kurz Speedy benutzen, weil oh, das ist auch noch besiegt worden. Das war gerade wieder so der Abfuck wieder. Oh.
komme ich echt gerade kein Zentimeter vorwärts. Ja, jetzt rauschen wir in einem Ritt durch. Das war ja wieder klar. Egal, wir spulen vor. Oh, drei Gift. Egal. Ellie nach vorn und weiter. Schnitt vorbei in 3, 2, 1. So! Ach, ging doch schneller als gedacht. 2 Siedelbeeren, die nehmen wir mit. Und Pürsifbeeren gegen unsere Dauervergiftung. Was hast du zu sagen? Oh, hallo Trainer, ich habe einen Tipp für dich. Wenn du Beeren nimmst, pflanzt auch wieder welche ein. Wenn du die Beeren, ja, sie fallen auch zu Boden und werden wieder nachwachsen. Ist das nicht unglaublich? Das nennt sich Lebenszyklus. Hier kriegst du eine Weinbergkanne. Und sie muss weg. Ich würde auch langsam mal weg wollen, in den nächsten Ort. Aber stattdessen... Ob du glaubst oder nicht, ich werde bald der stärkste Trainer aller Zeiten. Ich gebe dir gerne eine Kostprobe. Das sah eher aus wie so ein Dicker mit einer Plauze und am Ende stellt sich raus, er ist ein Vogelfänger. Komm, Ellie, du hast die Kraft, ein Taubsiedel zu killen. Glaube an deine Stärke. Glaube an deine Flauschkraft. Komm schon, Ellie, Schnabel mit Flauschpower 100. Was war das gerade? Ich habe gerade nicht gelesen. Beutelam, glaube. Oh. Ich sehe schon kommen, dass ich gleich wieder rüberspringe, wieder hier kurz cutten kann, weil auf Dauer wird's für die Leute echt ein... Wenn ich das ungeschnitten alles machen würde, wären wir, glaube ich, schon bei 50 Minuten. Glaub ich. Ich habe gerade echt kein Zeitgefühl mehr bei dem langen, nervigen Wald. Ach, Schweigen wäre es gewesen. Egal. Es pumpt sich auf. Und fällt um. Ah, Mama mia, ist das langwierig. Ach nee, Ellie ist noch stark genug. Brauchen wir nicht. Du rennst einfach nur so durch die Gegend, weil du ein Farmer bist. Sackgasse. Und hier, wie gesagt, liebe Leute, geht's zum nächsten Ort. Hier werden wir den Part beenden und ich hab's gesagt, ich werde eine Runde Offscreen-Training machen, weil mein Team hat noch so ein paar Schwächen, die müssen wir jetzt mit ein paar Level hoch ausgleichen. Das werden die Leute auf Twitch sehen. Für euch, liebe Leute, wir sehen uns wieder, wenn alle so circa Level 10 sind. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Part.